Die Stadt Krems verfolgt ein ehrgeiziges Ziel. Bis spätestens 2030 möchte man energieautark sein. Die jährlich zugekauften Energieressourcen in Höhe von 78 Millionen Euro sollen dann weitgehend selbst produziert werden. Dazu müssen immer mehr Menschen davon überzeugt werden, ihren persönlichen Energieverbrauch zu kontrollieren und zu reduzieren. Solcher Art könnte Krems in den nächsten 15 Jahren ihre Energiekosten nicht nur verringern, sondern sogar einen jährlichen Überschuss von bis zu 40 Millionen Euro erwirtschaften. Mit Hilfe von Wasser, Luft, Erde und Sonne. Es erschien naheliegend, jene mit einzubeziehen, die ihre umweltfreundliche Zukunft selbst bestimmen. Unter dem Titel Klimaschulprojekt 2014-15 wurden Schülerinnen und Schüler von 5 Kremser Schulen, darunter Neue Mittelschule HTL, HAK, Polytechnikum und Volksschule Lerchenfeld, als Energiebotschafter, Techniker und Planer je nach der schulischen Ausrichtung eingesetzt. Meine Damen und Herren, meine lieben Schüler und Schülerinnen, ich wollte auf jeden Fall sagen, ich freue mich sehr, dass wir heute hoffentlich einen großen und lustigen und interessanten Abschluss für unser Klimaschulfest oder Projekt feiern können. So haben zum Beispiel die Volksschüler zu Hause als Energiedetektive zu viel und unnötige verbrauchte Energie aufgespürt und HTL und Poly-Schüler unter anderem Geräte zum Fernauslesen des Stromverbrauchs, sogenannte Datalogger, in öffentlichen Gebäuden installiert. Die Mädchen und Burschen der Neuen Mittelschule wurden für Nutzerschulungen gebrieft, in denen sie das erlangte Wissen mittels praktischer Tipps und Tricks an andere Schülerinnen und Schüler weitervermittelt haben und weiterhin werden. Ich war erstens einmal recht froh, dass wir an dem Projekt teilgenommen haben, denn ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass es auch gilt, möglichst früh an die Schüler, an die zukünftige Generation weiterzugeben. Wir haben dann als Aufgabe zugeteilt bekommen, dass unsere Schüler sich damit beschäftigen, eine Nutzerschulung zu erstellen. Das heißt, dass sie sich dafür einmal interessieren und sich schlau machen darüber, wie jeder Einzelne, jeder Haushalt, jeder, der in irgendeiner Form sich Gedanken macht darüber, dazu beitragen kann, unsere Umwelt zu schonen, das Klima damit auch in irgendeiner Form zu schützen bzw. mitzuhelfen, dass also in dieser schwierigen in diesem schwierigen Gebiet es auch zu einem Umdenken kommt. Denn es ist mit Sicherheit so, dass nur die unsere Kinder diejenigen sind, die Zukunft in Händen haben. Und das bewusst zu machen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Am Ende des Projekts war Kreativität gefragt. Die beteiligten Schulen präsentierten die Klimaschutzprojektfahne, ein Patchwork aus Zeichnungen der Schülerinnen und Schüler. Sie wurden vor den Gebäuden der Projektschulen und dem Rathaus gehisst, um ein sichtbares Zeichen für die Zukunft zu setzen. Das Projekt Klimaschulen war auch aus meiner Sicht ein überaus großer Erfolg. Es hat dazu beigetragen, dass man jungen Menschen, den Schülern eben die Zusammenhänge erklärt, woher Energie kommt, wohin sie geht, wie man sie einsparen kann in vielfältiger Weise bei Gebäudesanierungen, bei sparsamer Fortbewegung, in der richtigen Herstellung dieser Energie, sei es durch Photovoltaik, durch andere Energiequellen, Bioenergie. Was mir besonders gefallen hat, war auch der Zusammenhang, der hergestellt wurde zur Müllbeseitigung und zur Müllthematik, weil auch in diesem Bereich, sowohl in den Verpackungen als auch in ganzen anderen Bereichen, ein sehr hoher Anteil an Energie drinnen steckt, Rohstoff ist Energie. Und ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, unsere Kinder, unsere Schüler in diese Richtung zu unterstützen, dass sie also sowohl im eigenen Umfeld als auch dann im eigenen späteren Familienleben dieses Wissen weitergeben können und dazu beitragen, dass wir also in eine gute, positive umweltpolitische Zukunft gehen können. Das Projekt Klimaschulen war aus meiner Sicht ein großer Erfolg, weil immerhin 5 Schulen daran beteiligt waren, von den großen HTL-Schülern bis zu den kleinsten, den Volksschülern. Und das gemeinsame Abschlussfest hat gezeigt, wie integrierend dieses Projekt war. Deshalb soll es auch weitergeführt werden und es ist beabsichtigt, im
Weiterführungskonzept wieder einen Antrag auf ein nächstes Klimaschulenprojekt zu stellen. Schlussendlich möchte ich mich bei Herrn Christoph Stenzel für die Projektbegleitung bei diesem doch sehr umfangreichen Arbeiten recht herzlich bedanken. Aus meiner Sicht war das Klimaschulenprojekt ein riesiger Erfolg, weil ich der Meinung bin und das Gefühl habe, dass die Jugendlichen und die Kinder das Problem des Klimawandels erfasst haben und begriffen haben und auch wirklich gemerkt haben, dass sie selber aktiv einen Beitrag dazu leisten können, gegen den Klimawandel etwas zu tun. Und für mich ist sehr wichtig auch dabei herausgekommen, dass das Projekt sehr nachhaltig ist, weil ich der Meinung bin, dass die Kinder dieses Thema ernst nehmen und auch leben werden und mit nach Hause bringen. Und ähnlich wie damals bei der Mülltrennung, glaube ich, werden die Kinder das wirklich ernst nehmen und zukünftig auch verantwortungsvoll leben und vorbildhaft auch den Eltern beibringen werden. Denn darum geht es. Jung überzeugt alt, um gemeinsam an einen Strang zu ziehen, wenn es darum geht, Krems bis zum Jahr 2030 energieautark zu machen.